Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Und ich hatte auch Spaß. Aber zuerst, ich hatte am Freitag ja ein Kindervideo, deswegen gibt es heute ein drittes Video für euch Erwachsene. Fair muss sein. Ne? Genau, und ich hatte Spaß, weil meine Erwartungen wurden erfüllt. In allen Bereichen. Und es geht um diesen Mercedes 300 SL. Designed von Firas Abu Jaba, sehr bekannter Mocker. Kommen wir gleich dazu. Also, es sind Gobrix-Steine, wie Moltkin üblich, wie man es von Moltkin kennt. Das heißt, super Qualität, was die Klemmkraft angeht, Farbtreue angeht. Aber fliesenmäßig, ne, könnte ein bisschen besser sein, sehen immer ein bisschen benutzt aus. Aber ist im Okay-Bereich, finde ich. Ja, das war also mal der Rundumblick von diesem schönen Modell. Fangen wir mal an, was mir gefällt. Mir gefällt eigentlich von außen fast alles. Wirklich, fast alles. Die Aufkleber kann man drauf verzichten. Ich habe es jetzt mal drauf gemacht. Aber könnte man drauf verzichten. Es sind die einzigen drei Aufkleber. Ne? Guckt mal die schöne Form an. Das gefällt mir so gut. Also es hat er doch richtig fantastisch hingekriegt. Die Lichter, die Lampen, diese schöne Form. Also das Auto gefällt mir durch und durch. Mag ein bisschen kitschig sein, was im Gold liegt, aber es ist kein echtes Gold und kein Katzengold, wie man das von manchen anderen Herstellern kennt. Das ist eloxiert. Das heißt, es wurde also eingetaucht, ne? Vereinfacht gesagt. So, guckt mal die Rückseite nochmal an. Fantastisch, oder? Wirklich, wirklich toll. Die Farben sind fantastisch. Man hat nur schwarz, man hat hellgrau, dunkelgrau und das Gold und in Tan. Super. Gefällt mir außerordentlich gut. Fangen wir mit dem Motorraum an. Das ist wiederum ein Nachteil, muss ich leider jetzt schon drauf kommen. Man muss den runterdrücken und immer ein bisschen nach unten Druck geben. Ansonsten löst er sich. Ist schnell wieder befestigt, trotzdem, ne, ja. Also, das ist der Motor. Gefällt mir ganz gut. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber ist ganz okay. Dann kommen wir zum, mache jetzt erst die Rückseite, bevor ich euch die Türen zeige, denn die Türen sind was Spezielles. Guckt mal, ups, die ist ziemlich schwer, wie ihr seht, der Deckel ist ziemlich schwer, das sind drei Schichten und deswegen halten die C-Clamps natürlich nicht, wenn man sie so hält. Ne? So, guckt mal, so sieht ein schöner, gefliester Kofferraum aus. Und hier hinten haben wir noch ein schönes Ersatzrad und es ist genau das gleiche Rad wie da, einfach nur ohne diesen Felgenaufsatz. Finde ich auch toll, weil in manchen Fahrzeugen hat man dann einen ganz anderen Reifen, als man unten hat, was ich in der Regel nicht so schlau finde. Also der Kofferraum gefällt mir ebenfalls, schön gefliest, richtig schön. Und jetzt kommen wir zu dem Cool. Jawohl, richtig tolle aufklappbare Flügeltüren. Das gefällt mir. Die sind richtig, richtig schön. Schön fett. Gefällt mir super. Und wenn wir schon mal da sind, guck mal in den Innenraum. Und wie ihr feststellt, ist auch hier alles gefliest. Und das Lenkrad ist ebenfalls goldig eingetaucht. Da hinten haben wir das normale Gold, wie man das kennt, wenn die Steine selber gefärbt werden, also der Kunststoff, wie auch hier. Hier oben schöne Armaturen dann. Mir gefällt das. Guckt mal, wie das hier so gemacht worden ist, so dieser Vorsprung. Ja? Sieht doch richtig klasse aus. So das Armaturenbrett. Finde ich toll. Scheibenwischer kleine. Cool. Und die Sitze, das ist das erste Mal, dass ich so sehe, ist aber eine gute Idee. Die sind
Das sind diese Motorhauben von den Sechserfahrzeugen oder Viererfahrzeugen bei Lego und so. Kennt ihr, ne? Finde ich klasse. Dann die andere Seite haben wir hier auch noch schön Gitter, quasi lüftungsmäßig. Gefällt mir auch super. Mir gefällt diese ganze Innenraum, wie die das gemacht haben, also wer das designt hat, finde ich große Klasse. Wirklich große Klasse. Das gefällt mir wirklich. Auch so diese Verzierungen, die Seitenstreifen, ganz schön. Wirklich schön. Natürlich, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das eine hat mit dem Bauspaß zu tun, da komme ich nachher drauf zu sprechen, wenn ich die Bauanleitung vornehme, um euch ein paar Sachen zu zeigen. Also was mir nicht gefällt, ist, dass man, dass man auch hier wieder nach unten durchgucken kann. Was haben die eigentlich alle dagegen? Was haben die eigentlich gegen Radkasten? Platz genug hätte es doch, hätte man machen können. Verstehe ich nicht. Was mir nicht gefällt ist, das gefällt mir immer nicht, wenn es bei Autos nicht drin ist, dieser Größe. Es hat keine Fußpedale. Wieso? Wieso hat es keine Fußpedale? Ich meine, in jedem Auto hat es Fußpedale. Außer für behinderte Menschen, die nur mit dem Fuß fahren. Ja, gibt es welche, habe ich gesehen. So ein Amerikaner, der hat keine Arme. Die arme Sau. Aber der kriegt mit den Dingen. Ja, aber wieso hat es keine Fußpedale? Verstehe ich nicht. Gehören die nicht zum Auto dazu? Ich finde schon. Und auch beim Kofferraum. Man kann hier unten locker durchgucken. Ja? Ups. So. Wieso? Wieso kann ich da unten durchgucken? Ich verstehe das nicht. Ja nun. Auch hier wieder eben. Radkästen, ne? Radkästen wären schon was Schönes. Ja. Und die Aufkleber. Naja, wem gefallen schon Aufkleber? Man kann sie aber weglassen, man braucht sie in dem Fall echt nicht. Ja, das war es eigentlich auch schon, was zu bemängeln ist am Optischen. Der Rest ist dem Design geschuldet, um das hinzukriegen. Ich meine, man könnte über die Lücke hier meckern oder hier hinten, so da lang. Aber das wäre dann wirklich auf gesucht Niveau, finde ich. Nö, also ansonsten habe ich nicht so viel auszusetzen daran. Das gefällt mir also wirklich im Großen und Ganzen wunderbar. Eine Sache gefällt mir nicht, die habe ich noch vergessen. Guck dir mal, wieso ist das TAN? Also der Witz ist an der ganzen Geschichte, ich habe einmal zwei schwarze Plates übrig, aber hier, Moment, nein, hier nicht, sondern auf der Seite, wo haben wir denn den Stift? Also, da oben fehlt die 1x2 Plate. Seht ihr die schwarzen Dinge? Ne? Das werde ich noch umändern. Ich finde, das sieht einfach viel schöner aus, wenn das nicht TAN ist, sondern schwarz. Naja. Also, jetzt zum Thema Erwartungshaltung und Bauspaß. Also, für die es nicht wissen, aber Firas Abu Jaber ist ein sehr bekannter Mock-Designer. Er hat Qingbao hat früher einige Modelle von ihm gebracht und seit einiger Zeit Mold King, was natürlich eine absolute Verbesserung der Steinequalität angeht gegenüber Qingbao. Aber das bedeutet auch, dass der Bauspaß und gewisse Sachen sind stellenweise sehr interessant. Das ist cool. Und stellenweise halt nicht ausgereift. Das ist weniger cool. Dazu komme ich jetzt mal am besten. Und zwar, entschuldigt. Und zwar soll man an dieser Stelle zwei 1x1 Round Studs da drauf stellen, an die Stelle. Wenn man das macht, das ist diese Stelle hier, dann ist folgendes, die Bar, die goldene Stange,
steht dann hier vorne raus und hinten drin, weil die zwei Roundstats drücken das Ganze nach außen. Das muss man einen nach innen versetzen. Dann hat man die Richtung, hat man so, wie es sein sollte. Ne? Also das ist so ein typischer kleiner Fehler in der Bauanleitung, weil Moltking macht nur eine einfache, simple Bauanleitung und prüft das Ganze nicht. Das ist halt so. Ne? Dann, genau, dann gibt es dann so Geschichten wie hier. Also wenn man die anguckt, die Winkel, die Winkel, einmal versetzt und man hätte eine stabile Baugeschichte. Ne? Auch wieder so eine Kleinigkeit. Es sind, wie gesagt, minime Sachen. Ich hab damit gerechnet, ich habe ja auch den Silver Cloud vom Firas Abu Java gebaut. Also, und ich habe kennen aus verschiedenen Videos. Es ist halt einfach so, es ist nicht hundertprozentig perfekt ausbalanciert, was Ding ist. Dafür hat man eigentlich eine richtig schöne Optik, die ans Vorbild super ranreicht. Auch ein kleiner Fehler ist, man soll diesen Teil hier, diesen ganzen Teil, der sitzt nur da unten, der wird hier hinten drauf befestigt auf Noppen und hier unten in der C-Clam, Doppel-C-Clam rein. Ne? Ist das eine Doppel-C-Clam? Nein, diese die hier. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Aber damit kann man ja auch schöne Winkel machen. Also, das da hier soll da unten rein. Ja? Da kommt ja die ganze Motorhaube und alles total im Weg. Das muss man vor Bauschritt 37 machen, das Bauschritt 69. Wenn du das nämlich da vorher tust, ist es einfach. So, wenn man das rein nach der Bauanleitung ist, ist man gezwungen, das Ganze hier erstmal wieder zu entfernen, dann das hier rein zu tun, reinzustecken, hier hinten zu befestigen und dann das Ganze wieder drauf zu bauen. Das sind halt eben diese kleinen Fehlerchen, mit denen man rechnen muss, wenn man halt mit Mocks zu tun hat. Deswegen richtet sich das Modell auch klar an erfahrenere Bauer. Ja, es ist irgendwie so ein Altherrenauto oder Modell, zum Spielen ist da gar nichts. Denn, was ich noch vergessen habe, ich weiß auch nicht, ich vergesse mal wieder in letzter Zeit einiges, man kann hier unten lenken, aber es gibt keine Verbindung zum Lenkrad und es gibt auch keine Hand-of-God-Steuerung. Das hat er nur gemacht, damit man das cool irgendwo hinstellen kann. Finde ich super. Ja, das gefällt mir. Ja, also, was war sonst noch? Ich glaube, sonst war eigentlich nicht mehr viel. Mal gucken, was ich da hinten für einen Zettel noch hatte. Ach ja, das war eben, wo ich davon gesprochen habe, mit diesem einmal zwei Plate da oben. Ne? Das war das. Damit hat sich meine Meckeritis aber auch erübrigt. Wie gesagt, der Bauspaß ist absolut interessant. Also nicht das, was man sonst so üblich kennt. Es wird viel in Design unterworfen, genau wie bei Bluebricks. Aber im Gegensatz zu Bluebricks haben wir hier tolle Steine. Und das macht das Ganze um einiges besser. Ja. Also, ihr seht auch immer bei Moltking die lizenzierten Sachen. Da steht dann da unten die Unterschrift und vom Designer, ne, und autorisiert. Ja, das sind 886 Teile. Ich habe 45 Euro bezahlt. Also war ich in der Schweiz, wohne 41 Euro irgendwas nach Abzug der Mehrwertsteuer. Dann kommt es raus und komme ich auf 46, 47 Euro. Es ist wunderbar, in der Schweiz zu wohnen, was das angeht. Nicht. Egal. Also in Deutschland kostet es 45 Euro bei Bluebricks. Wenn das in China bestellt, dann habe ich das gesehen, das günstige war so 35 Dollar. Also mit der Wartezeit und sonst was finde ich das einen ganz fairen Preis. Ich meine, man bezahlt ja auch die Mitarbeiter bei Bluebricks und so weiter, nicht der Kläuschen alleine. Ne? Und schafft so und hilft so der Wirtschaft. Also ist okay. Ne? 45 Euro für das Modell.
finde ich angemessen. Ja, das Fazit. Also, euch gefällt das Auto und ihr habt ein bisschen Erfahrung beim Bauen und ihr hättet das gerne, könntet gerne zuschlagen. Das schafft ihr. Es ist die kleinen Fehlerchen, die ich aufgezählt habe, wie gesagt, die sind minim, kann man selber einfach erreichen, wird einen vielleicht ein bisschen ärgern, falls man es nicht wusste, aber naja. Also alles in allem für mich ein schönes Modell mit im Großen und Ganzen interessanten, tollen Bauspaß. Und ich bin sehr zufrieden damit. Ja, also guckt da mal nochmal die schönen Flügeltüren an. Ich finde die richtig klasse. Das sieht einfach klasse aus. So, das war's für heute. Macht's gut. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.